Moin Leute, willkommen hier bei Wood of Warships in der Keilerei. Wir haben jetzt sehr viele Kreuzer und Schlachtschiffe, keinen Zerstörer, das finde ich ganz gut. Mal gucken, wie das wird. Einmal Secondaries. Können wir von links oder rechts pushen vielleicht. Eine Colorado, Colorado ohne Tarnung tatsächlich. Oh Mond, nice. Eine Tarnung und gar keine Verbesserung. Ich weiß nicht, ob er neuerer, etwas besser, also neuer Spieler ist, sowas. Das kann ich jetzt nicht sagen. Kann nicht sein, dass er die Kolonne neu hat und die einfach rausholen wollte im Keilerei, was weiß ich. Helena und Boys, das sind ja auch beides Premium. München ist auch ein Premium. Das habe ich selber das Schiff auch. Das ist ganz lustig eigentlich zu spielen. Schorsch. Schorsch, Schorsch, Schorsch. Unser Sieg ist in Sicht. Okay, die Rocke ist da links. Ja, schon auf Abstand. Wir haben schon beide Caps von unseren Mates, das ist ganz gut. Helena, wo sind denn die Helena und Boys dann? Ich weiß nicht. Ja, wenn keiner von denen im Cap ist, ne, dann... Da wundert mich das jetzt schon irgendwie. Okay, in B ist jetzt einer drin. Okay, wenn die alle so mega hart nach rechts fahren wollen. Oder halt jetzt von der Sichtweise nach links. Können das von mir aus gut machen. Ist mir relativ egal. Die fahre ich rechts lang. Die ganzen Feinde sind halt da. Oh, die Präzision sieht ganz gut aus. 10k. Oh Mann! Ich darf ja träumen, ne? Danke. Ich wollte nur träumen. Was träumen war irgendwie, naja. Nicht so ganz schön, wie es wollte. Katapultjäger in der Luft. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh, München, Alter, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du hier bleibst, Mann. München ist eher so ein Schiff, was halt... Der pusht jetzt voll in seinen Torpedos rein, Mann. Ob. Feueralarm. Gefecht endet in 5 Minuten. Okay, die Steuerung ist echt kacke. Ich hoffe mal, dass er nicht mein München jetzt torpediert. Das wäre echt schlecht. Ja, doch, tut er, verdammt. Torpedos, acht aus. Oh, es geht. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Wo kommt der denn her? Ja, ich weiß, ich bin blind. Unser Team verlässt sich auf Sie.
Okay. Ein Kreuzer nur. Boys hat keine Torpedos, ne, soweit ich weiß. Da werde ich jetzt einfach hier in die B-Dingens reinfahren und da warten. Kann er jetzt schön zu mir kommen, der Junge. Ich sehe nämlich keinen Grund, jetzt zu ihm zu kommen. Denn dann fährt der nur weg, er farmt mich und da habe ich keinen Bock drauf. Oh, hi, was geht? So, okay. Kommt er jetzt zu mir? Ne, er fährt rückwärts, ja gut. Ja, bestimmt genug Panzer, um meine Schüsse abzuprallen lassen, oder? Oh ne, doch nicht. Cool. Ja, es ist, guck mal auf die Zeit, Mann. Ist schon echt spät, ich muss los. Na, tschüss. Glaubst du, ich folge dir jetzt wie so ein Brain-AFK-Dude oder was und lass mich von hier farmen oder was? Ja, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Lass mal. Lass mal stecken, mein Freund. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich kann einfach rumhängen und chillen. Ist cool. Ich gewinne auch so. GG. Ja, ja. Also, wir hätten auch im Pull folgen können, logischerweise. Das wäre einfach auf das Gleiche hinausgelaufen. Vielleicht hätte ich noch einmal schießen können, ihm vielleicht entweder Schaden oder nicht machen, Schaden machen können und, ja. Weißt du, wenn Kreuzer, die so angewinkelt zu dir sind und wegfahren wollen und die ganze Zeit dich farmen, da willst du dich nicht drauf einlassen. Da kriegst du mich den kürzesten, egal welches Schiff. Du sollst mir nichts schlau machen und nicht dumm und die ganze Zeit Breitseite zeigen, dann doch, weil sie irgendwie alle Kanonen benutzen wollen, weil er hat ja selbst nur meine hinteren Türme. Und wenn ihr ja sieht, ich schieße, und dann, wenn gerade meine Schüsse angekommen sind, dann drehen, dann mit den anderen mal schießen und dann wieder anwinkeln. Wenn er das so macht, dann kann er dich die ganze Zeit farmen und du kannst nicht wirklich viel machen. Klar, wir konnten jetzt sein Heck durchschlagen, aber. Das ist einfach auch sehr riskant manchmal. Ich weiß ja nicht, kann er auch durch andere Schiffe, bei einer Goliath oder so jetzt auf höheren Stufen, wenn der Typ die ganze Zeit das macht, vor allem Goliath hat auch richtig scheiß HP. HE meine ich. Und HP ist hoch, du hast Heal. So ein Schiff, was halt einfach dafür ausgelegt ist, dass es halt wirklich das perfekt kann. Und dann mit dem Super Heal, was sich immer hochheilt, wieder, wenn du irgendwie fast low hast, das Schiff ist wieder direkt danach wieder fast full life. Ja, das ist jetzt keine. Ist jetzt bei der Boys zwar nicht so, aber trotzdem. Das ist halt auf Stufe 7 trotzdem ein Schiff, wo ich sage, da würde ich nicht hinterher rennen. Nun gut, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Mal gucken, wie die wird. Wenn ihr sehr viel Kreuzer tatsächlich, das finde ich gut. Mal gucken, wie die nächste Folge wird. Folge, mein Gott. Runde. So, bis gleich. Ja, Lüchen, da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Ey, mein Mate freut sich wegen der MM, weil es richtig geil ist. Wir haben keinen Zerstörer, dafür in Atlanta und New York. York hat Heito, Atlanta hat Radar und Heito, soweit ich weiß. Die Feinde haben zwei Kreuzer, ein Zerstörer und ein Schlachtschiff. You stupid? Roxboy, warte mal, Roxboy? Den kenne ich doch, den Dude. Haben wir nicht schon mal ein Match? Ich glaube, irgendwo kommt. Den Namen bekommen wir bekannt vor. Könnte sein, dass ich den schon mal ein Match hatte. Wie, okay, warte. Was zur Hölle, WTF? Was zum Fick ist diese Matchmaking-Shit? What the fuck? 1 DD each side, not like that. Ach so, ein Zerstörer auf jeder Seite, nicht so wie das halt hier. Oh, warte mal. I guess, you stupid. Hey, mate. This is Yeet Mod. Oh, what the fuck ist gerade los mit meinen Mates? Okay, ich pushe ja halt jetzt hart rein, das ist ja logisch, was ich meine. Allein schon, weil die Schorscher jetzt so mega committed hat. Der hat jetzt keine Chance, mir wirklich da zu entkommen. Allein schon, weil er jetzt nach links dreht. Und er gleich ein Secondary Range ist. Oh ja. Komm her, Schnuckelchen. Und der muss jetzt auch zu meinen Mates anwinkeln. Das ist echt schön. Volltreffer!
Okay, das ist Smoke. Das heißt, die Blitzqual ist irgendwo hier. Okay, tschüss. Das ging schnell. Okay, die Blitzqual ist irgendwo direkt vor uns. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Blitzqual möglichst hoffentlich ausweichen, indem wir jetzt voll hart, nachdem wir nicht mehr entdeckt sind, nach links drehen. Und hoffentlich den Torpedos ausweichen. Oh, wow, da ist er wieder. Hallo. Ach, stell dir mal vor, man hätte gute Präzision, dann würde man auch mal was treffen können, ne? Was? Das wäre zu viel? Ja, ich weiß. Zu viel verlangt. Schon klar. So. Ja, ich gehe jetzt nicht auf den Zerstörer, ich traue den hier nicht. Zumal der es eh nicht mehr entdeckt, also ist auch egal. Wow, das war echt viel Schaden, Mann. Krass. Halten wir mal weiter höher mit unseren Kanonen, dann können wir vielleicht, ja, ein bisschen Pen-Damage machen. Nice. Okay, der Zerstörer, den andere, der Zerstörer vor allen Dingen. Der andere Kreuzer ist schon tot. Das ist ganz gut. Jetzt haben die hier gar keinen Zerstörer mehr. Kreuzer. Okay, wir haben unseren Dingens verloren. Autsch. Das tat weh, Mann. Schießt aber die ganze Zeit mit der Ede, Junge, ne? Warum? Haben wir noch einen... Atlantas noch am Start. Okay, gut. Das ist gut. Das hat Brain AFK Torpedo Breite zeigen, weil der Junge halt eh die ganze Zeit mit der E auf mich schießt, aus welchem Grund auch immer. Ich brenne gerade, das gefällt mir nicht. So bitte Dave für... Nope. Ja, yeah, okay. Der möchte jetzt seinen anderen Kanonen benutzen. Und der ist tot. Unser Team hat die Führung übernommen. So, mein Freund. Ah ja, Präzision ist schon mal am Start, ist gut. So, haben Sie Lust heute zu sterben, meine Freund? Warum lassen Sie eigentlich jeder von uns, aus meinem Mates-Team, meine ich, von ihm torpedieren? Kill ihn doch einfach. Der ist ja ganz aufgedeckt gewesen, oder nicht? Oh ja, nice. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Wenn man einen Gegner aus dem Zerstörer versenkt. Ah, wunderschön. Ich meine, er ist zwar nicht über 1000 gekommen, aber er hat es jedenfalls überlebt, würde ich mal meinen, ne? Also, hm. Wo ist York? York ist auch mit reingepusht, schön, ne? Ja, ach, das war doch ein schönes Match. Das war richtig knuffiges Match. Blitzqua Atlanta. Eigentlich hätten die echt gut was machen können mit der Atlanta und der Blitzqua zusammen. Einfach Smoke und dann Atlanta Dauerspam. Am besten nicht zu nah an der anderen Atlanta dran, weil sonst, ne? Einfach halt, Radar halt benutzen, dann wäre er aufgedeckt gewesen. King George hat HE gespammt ganz gut. Also das tut auch richtig weh, Alter. Er hat mit 12k gegeben mit einer Salve. Das war schon krank. Hm. Naja. Alles klar. Das war's doch von dieser wunderschönen Keilerei-Runde. Und den anderen, der anderen Runde natürlich auch. Mit der Scharnhorst. Und ja, danke fürs Sehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.